Weil man braucht da so viel Glück und genaue Abpassung, um da durchzukommen durch die Stellen. Aber die werde ich euch noch früh genug zeigen. Und das werden dann wirklich Stellen sein, wo ich komplett am Rad drehen werde. Aber komplett. Das war jetzt noch wirklich easy, obwohl das auch schon gerade ein bisschen knapp war. Stark. Ich speichere mal direkt ab. Auf jeden Fall, wir müssen später auch durch so ganz kurze Tore durch. Und ja, mit ein bisschen Glück wird das gar nicht mal so einfach. Man kann übrigens auch Gas geben und... Aber eigentlich ist das hier noch nicht die Stelle, Freunde, von der ich gerade sprach. Warum bist du denn so dumm? So, Freunde, jetzt sagt mir mal bitte, wie zum Teufel soll man dieses Spiel durchspielen? Vor allem, jetzt stellt mal vor, ihr habt endlich diese Asia-Welt geschafft. So, und dann müsst ihr in dieses Level, um dafür zu trainieren, ihr habt auch wieder alles vergessen, wie die Abläufe hier sind. Das heißt, noch bevor ihr überhaupt die Chance habt, gut zu sein, müsst ihr so oft andere Level wieder spielen, dass irgendwann schmeißt ihr den Gameboy weg, ihr verbrennt ihn, ihr esst ihn auf. Ihr verschenkt ihn an euren schlimmsten Erzfeind, welcher euch in der Schule gepiesackt hat. Außer ihr wart selber das Arschloch, aber solche Arschlöcher spielen eigentlich nicht solche Spiele. Die spielen sowas wie, weiß ich, was waren damals so der heißeste Scheiß? Resident Evil, Need for Speed und so ne Spiele. Weiß ich noch, hatte ich damals ein Gespräch. Da war ich bei einem Kumpel und auf dem Geburtstag war das. Und warum lerne ich nicht denn dazu? Und der, na, da haben wir halt so gezockt irgendwas, ich weiß nicht mehr was. Und da war halt eben dieser andere, der von den coolen Jungs. Er war aus irgendeinem Grund auch da. Und dann hat er doch uns ernsthaft gejudged, dass wir aufhören sollen, irgendwelche Kinderspiele zu spielen. Oder, also er meinte halt so Nintendo Games. Und wir doch altersgemäße Spiele spielen sollen, ne? Wo ich mir auch nur dachte, Junge, geh mal zurück in deinen Wald, wo du herkamst. Und lass mich in Ruhe mein Kirby zocken. Kann ich ja gar nicht. Ab! Wenn man mir irgendwas vorschreibt, wie ich zu leben habe. Oder wie ich mich zu verhalten habe. Kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Ne? Oh mein Gott. Na, ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn es ein Klassentreffen gibt. Irgendwann mal. Das wird schon witzig. So, ja. Das war auch noch nicht die Stelle, aber so eine beschissene Stelle ist das nachher. In so ein hässliches Loch, wo man nicht reinkommt, ey. Wie ich sowas hasse. So. Oh Mann. Und habt ihr jetzt mal mitgezählt, wie oft ich schon gestorben bin? Wir befinden uns auf jeden Fall schon im zweistelligen Bereich. Und wenn wir es denn geschafft haben, sind wir im Dreistelligen wahrscheinlich. Jetzt fängt mir ja an, die Nase zu laufen, ey. Bin wohl innerlich schon am Heulen. Kennt ihr das, wenn ihr heult, dann fangt ihr an zu weinen. Ja. Ja. Zitate mit der Milz. Nee, denn, also bei mir ist es denn so, dass dann auch recht schnell die Nase anfängt zu laufen. Ist mir sehr schön, wenn man gerade am Lachen ist. Ich bin so einer, wenn ich lache, dann fange ich auch sehr gerne mal an, ein paar Tränen zu vergießen. Und dann bin ich da am Rumrotzen wie so ein. Wie so ein Rotzefienvieh und alle denken sich, ja, der hat wohl Corona.
So. Oh mein Gott. Ja, Freunde. Falls euch fragt, warum ich da gerade nichts gemacht habe, warum ich da nicht reagiert habe, ich wollte gerade ein Save setzen. Aber anscheinend wird mir das nicht gegönnt. Das heißt, wir können noch ein paar Mal dieses wunderbare Level spielen, was so viel Spaß macht. Ja, wow. Bin ich froh, dass ich als Kind schon andere Spiele hatte. Hätte ich das spielen müssen, ey. Ich wüsste nicht, ob ich heute noch hier wäre. Oder doch schon im Land. Der Hasen. So, jetzt kommt wieder Sprung. Nicht zu krass springen, sehr stark. Jetzt kommt hier Dit. Ja, scheiß auf die Karotten. Die können verrotten. Okay, Planänderung. Sobald wir unterhalb der Karotten sind, kann ich ein Safe setzen, weil da ist eine kurze Passage, in der ich nichts drücken muss. Da kann ich dann kurz hier alles loslassen. Und gut sein. Und mit gut sein meine ich speichern. Falls ihr mich fragt. Aber mich fragt ja eh keiner hier. So. Was sagt die Uhr? Eine Dreiviertelstunde sind wir hier schon am Aufnehmen. Okay. Ah! Oh mein Gott! Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Oh, Freunde. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ich setze es mal auf F2. Oh. Oh. Ja. War das die Stelle? Weil hier muss man irgendwie Vollgas nehmen. Ja. Freunde, das ist die Stelle übrigens. Und ich habe... Nee, wann kommt die denn nochmal? Oh. So, hier noch nicht. Hier auch noch nicht. Jetzt. Hä? Hä? Bin ich dumm? Oder sehe ich nur so aus? Ach. Easy. Hä? Nee, hä? Hä? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Hey, hier war ich doch gerade nicht. Was habe ich denn jetzt anders gemacht? Freunde? Können wir da mal Galileo Mystery anrufen? Was habe ich... Das meine ich. Was für eine Randomhaftigkeit. Und wie soll ich das schaffen? Ich mache mich hier auch gleich zum Affen. Oh Mann. Ich verstehe es halt auch nicht, ne? Das ist die Stelle, von der ich gesprochen habe. Ach, Moment. Der springt von automatisch. Vielleicht müssen wir uns das zunutze machen? Nee, hä? Ich verstehe nicht, wie. Wie? Wie?
wie soll man denn das tun? So, jetzt stellt mal vor, ihr seid als Kind an diesem Gameboy-Spiel und seid an dieser Stelle und ihr versteht es einfach nicht. Ihr versteht es nicht. Ich kann auch nichts anderes drücken. Oder? Ich verstehe es einfach nicht, was das soll. Ja, hiermit machen wir Stopp. Ich verstehe das alles nicht. Warum verstehe ich das nicht? Wie habe ich das gemacht? Und warum habe ich das gemacht? Wie kann ich das wiederholen? Freunde, habt ihr das gerade gesehen? Also ich habe es auf jeden Fall gesehen, aber ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, ich habe A und B gleichzeitig gedrückt, aber ich wollte das gerade wiederholen. Es geht nicht. Also muss man wohl irgendwie auf ein gewisses Timing achten. Oh, das regt mich doch alles schon wieder auf. Ups, jetzt habe ich den falschen Save geladen. Ja. Da 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 da. Das Spiel, das macht so richtig Spaß. Wie zum Arsch, wie zum Teufel. Wie soll das denn was werden? Yo. Ich werde den Save mal gleich ein bisschen besser setzen. Ja. Okay. Frag mich nicht, wie ich es gemacht habe. Ich habe es irgendwie wiederholen können. Ich verstehe nur nicht, wie. Ich halte es mal zurück. Und? Pressen, Freunde, pressen! Okay. Mal wieder auf Deutsch. Und? Wie zum Teufel, Männchen, höchstpersönlich. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht, Freunde. Ich will es auch nicht verstehen. Ich will es doch nur schaffen. Ich drücke jetzt mal nichts. Ich guck mal, was passiert, wenn man nicht drückt. Ja. Das bringt einen also nichts. Schön. Ich habe erstmal einen Schluck getrunken. Den Tank ein bisschen aufgefrischt. Oh! 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 Nein! Wie? Wieso? Weshalb? Warum? Ey, wer mich fragt, bleibt dumm, ey. Das gibt's ja gar nicht. Speichern wir mal wieder auf F1. Freunde, das war, glaube ich, die Stelle, von der ich sprach. Ja, ja, jetzt sind wir nämlich wieder aus dem Level raus. Ja, ja. Stark. Richtig stark geplayed. So, Freunde, damit soll das Level noch nicht geschafft sein. Jetzt wird es nämlich nochmal richtig spaßig. Und zwar, wie ihr sehen könnt, ist jetzt wieder ein Jump'n'Run-Teil.
Weil das alleine war ja noch nicht schwierig genug. Und ja, wir dürfen nicht an diese ganzen Laserdinger ran. Und da verstehe ich zum Beispiel nicht, wie soll ich das schaffen? Ich meine, wir haben noch 2 Leben. Und ich verspreche euch, diese Leben werden auch noch ihre komplette Dings. Oh mein Gott. Verwendung finden. Shit. Nein. Falscher Safe. Aber das mit dem Rennen ist auf jeden Fall eine gute Idee gewesen. Muss ich mich ja mal selber auf die Schultern klopfen. Das war hingegen eine sehr dumme Idee. Beziehungsweise sehr dumm gespielt. Aber dafür stehe ich auch mit meinem Namen, oder? Gut. Oh. Also ich muss sagen, beim letzten Mal habe ich mich wirklich schlechter angestellt. Aber noch ist ja hier das Ende dieser Geschichte nicht erzählt. Nein! Ach, warum bin ich denn so dumm? Ich weiß es nicht. Ich dachte immer, ich wäre klug, aber solche Spiele zeigen in einem, okay, du bist vielleicht doch klug, aber du bist einfach nicht gut in Videospielen und schon gar nicht in Gameboy-Spielen mit Hasen. Hasen, die blau sind, sind die schlimmsten Freunde. Blaue Hasen. Okay. Strategie. Bei diesem letzten Ding renne ich einfach durch, ohne stehen zu bleiben. Das könnte von der Fallhöhe gerade so reichen. Oh. Oh. Weil, guck mal, das reicht immer. Na gut, aber wir haben es durch den Bereich geschafft. Der Safe, er wird kommen und er wird uns alle holen. Und ich wäre schon bereit für einen Endboss. Jetzt kommen ja noch so eine blöden Bänder, so eine Laufbänder. Aber wie soll ich denn da rankommen? Na so nicht. Okay, der Roboter gewesen. Ja, ist klar, ist klar. Ja, ist klar, ich kann da nicht runter. Das war mir doch schon bewusst. Ich überlege gerade, ob ich mich einmal töten soll. Dann habe ich wieder 3 Herzen. Und 3 Herzen sind natürlich besser als nur 2 Herzen. Okay, und ich frage mich, was machen wir bei dem? Heini! Okay, wir töten uns einfach. Weil das ist das Einzige in diesem Spiel, was wirklich einfach ist. Na, das Töten, das kriegt man hin. Da muss man für nichts studiert haben. Das geht einfach. Das flutscht. Das flutscht so einfach aus einem heraus. Okay. So soll es also nicht gemacht werden. Stirb mit Ü. So. Ja, ja. Hört er auf? Ja. Ach, wie easy. Der Roboter-Kuhn soll gehen. Dieser hässliche Fernseher kann auch gehen. Oh, immer diese Fernseher mit technischen Schwierigkeiten. Kommen ja auch noch so eine Teile. Die haben sie wohl von Von Donkey Kong Country geklaut. Ah. Hm.
Wie soll das gehen? Wie soll das denn schon wieder gehen? Machen wir es so. Ha? Diese hässlichen Röhren. Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Dann machen wir es so. Und ich glaube hier... Ja. Ist egal. Komm. Ich weiß nicht, wie man da hochkommen soll. Das muss Hexenwerk sein. Du hässlicher Hase, du sollst laufen. Gut. Tut mir leid, dass ich hier gerade alles als hässlich bezeichne. Ist natürlich ein sehr schönes Spiel. Schön designt. Dankeschön. Dankeschön für den Tod. Da bedankt man sich. Wenn man höflich ist, dann bedankt man sich auch bei seinen Mördern. Weil der hat sich ja Mühe gegeben, alles vorbereitet, ne? Und so eine Walze hat vielleicht nicht wirklich was gemacht. Oder so ein Stampfer, wie auch immer man es jetzt beschimpfen will. Jetzt probiere ich einfach mal sowas aus. Ja. Stark. Okay. Na, na, na. Lass mich doch einfach in Ruhe. Du Stampfer. Warum bist du denn nur so dumm? Ach Gott. Maus die ganze Zeit im Bild. Oh. Der Boss... Machen wir mal einen dritten Speicherstand auf. Okay. Sein Hightech-Bodysuit. Der hat wohl wirklich zu viel japanische Anime gesehen. Jetzt frage ich mich gerade, gibt es auch nicht japanische Anime? Ja gut, die heißen dann wahrscheinlich einfach nur anders. Aber animierte Filme halt. Ja, willst du mich verarschen? Jetzt verstehe ich zum Beispiel schon wieder nicht, wie soll dieser Gegner funktionieren. Okay, also anscheinend nicht direkt auf den Kopf. Oder ich war einfach nur wieder ein Pixel zu langsam. Ich setze den Save Point mal wieder hier hin. Ja. Muss ich darauf? Nee, das sieht schon sehr gefährlich aus. Ah, schaut mal. Das vergaß ich. Machen wir mal einen vierten auf. Alle guten Dinge sind ja bekanntlich vier. Okay. Der ist nicht gut. Also, ich befürchte ja fast, dass wir auf den Kopf müssen. Aber warum erwische ich den denn jetzt nicht? Okay, doch. Okay, wir können gleich neu starten. Mhm. Ja, ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, oh. Du bist doch wirklich hässlich. Du bist wirklich hässlicher als Hässlichkeit. Komm schon. Ah. Bist du Jumpman oder was? Stell dich mal gleich den Super Mario vor, ey. Und seinem Bruder Suppen-Kuno. Gut. Bis hierhin läuft es mal wieder genau so, wie ich mir das auch überlegt habe. Ich will alle Leben behalten, denn ich bin wirklich gut. Sorry, Freunde, dass sich jetzt hier schon wieder sich alles so zieht. Und ich finde es sehr interessant, wie soll ich das denn schaffen? Aber ich finde es sehr interessant, fürs erste Level habe ich gerade mal
7 Minuten gebraucht. Und für die restlichen Level habe ich jetzt schon eine Stunde gebraucht. Also das ist wirklich... Da sieht man auch mal, mit was für einem Niveau man hier wirklich gerade zu kämpfen hat. Und für jemanden, dessen Niveau unterirdisch ist... Ach, falscher Slot. Sorry, Freunde. Gut. Sehr stark. Naja, aber so muss es gehen. Also wir müssen darüber springen. Wir dürfen nicht in einer Ecke campen. Freunde, campen ist nicht gut. Auch nicht in diesem Spiel. Ach, du bist doch Futter für die Fische. Nein. Milz ist doch wirklich gut, ist doch wirklich gut. Warum ist er nur so gut? Er spielt so gut, das Spiel. Er spielt es so gut. Ich möchte sterben, ja. Warum hab ich das nicht erwischt? Ich, nee, Freunde, also, ich muss den ersten Treffer schon bekommen. Sonst regt er mich auch einfach viel zu sehr auf, der Gegner, und mein Bein ist eingeschlafen. Okay. So. Jetzt rübergesprungen über beide. Ah, ihr seid doch alle. Sorry. Da kommt der von hinten! Von vorne eigentlich, aber... Ah, so alles nur die Frage nach einem gewissen Blickwinkel. Und der Position der Augen. Ja, na klar. Ich will auf deinen Kopf. Auf deinen Kopf will ich rauf. Gut. Auf den Kopf gehauen. Auf den Kopf gehauen. So, jetzt kommen wieder die komischen Stiefel. Die können mal nach Hause gehen. Nein! 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 Ich hab keine Lust zu sterben, denn sterben tut weh. Gut. Nein, 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 das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich fange an zu schwitzen, doch der Sommer ist vorbei. Das ist ja schön für alle, die den Sommer nicht so sehr mögen wie ein Sommerkind. Spring zur Seite, ich bin nicht pleite, doch ich habe noch ein paar Würstchen im Angebot. Ich hau dich gleich tot. Ich wollte eigentlich Karotten sagen, nicht Würstchen, aber ja, manchmal denkt man an Würstchen und... rauskommen, keine Karotten. Macht das Sinn? Wahrscheinlich nicht. So, wo kommt er? Und jetzt, Freunde. Jawohl! Vernichtet, zerstört. Wir haben es mal wieder geschafft. Eine weitere Welt geschafft. Das ist ja gar nicht mal so spannend.